Jo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Es handelt sich hierbei um Stardew Valley. Genau. Wer es von euch gespielt hat, der hat vielleicht als Quest mal gekriegt Majors Shorts. Genau. Der Major hat seine Hosen verloren und wir sollen die wiederfinden. Das Problem ist nur, dass wir überhaupt keine Informationen dazu haben. Und ich habe für euch herausgefunden, wo die sind und was man machen muss, um die zu bekommen. Wenn ihr in den Majors Schlafruhm geht, da liegt ein Brief, den könnt ihr euch durchlesen und da findet ihr heraus, dass ihr auf die Ranch hier müsst, zu Marnie. Genau, dann geht ihr hier rein und seht hier diese Hosen rumliegen, die ihr aber nur kriegen könnt, wenn ihr eine gute Freundschaft mit der Marnie habt. Und genau, um das zu schaffen, macht ihr einfach, ich glaube, zwei Geschenke am Tag. Sie mag Diamanten, Farmer's Lunch, Pink Cake und Pumpkin Pie. Sie heißt Seaweed und Wild Horse Radish. Nur damit ihr wisst, was ihr bringen müsst, damit ihr schnell Freunde mit ihr werdet und diese Hosen da einsacken könnt. Für die Hosen, beziehungsweise für die Quests, kann ich euch gerade gar nicht sagen, was es gibt, aber ich denke mal, es wird schon ordentlich Kohle geben dafür. Genau, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen mit dieser kleinen Info. Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal zu Stardew Valley, wenn ich mal wieder Lust habe, irgendwas zu machen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut.